Erich Fromm, geboren am 23. März 1900 in Frankfurt. Wurde geboren als einziges Kind, was schon ganz schlimm ist, von zwei sehr neurotischen Eltern, überängstlichen Eltern, aus einer sehr orthodox-jüdischen Familie, auf beiden Seiten mit Traditionen von Rabbinen. Und die Welt, in der ich lebte, das heißt also, was mir erzählt wurde, was mir nahesteht von meinen Vorfahren, das war die Welt des traditionellen Judentums, das war im Grunde genommen eine mittelalterliche Welt. Das war noch nicht die bürgerliche Welt. Und in diese mittelalterliche Welt, von der bezog ich meine Tradition und meine Bewunderung und meine Vorbilder. Es war immer am Schabbes, das ist glaube ich am Freitagabend, nicht? Da war dann Andacht im Hause da. Man hörte dann den Herrn Fromm mit jüdischen Gesängen und auch mit gemurmelten Gebeten und Ansprachen, was da so war. Man konnte sich also als strenggläubige, heute würde man sagen orthodoxe, Juden bezeichnen. Und sie hatten also immer eine sehr strenge Auffassung von der Ruhe am Wochenende, waren da keine Spaziergänger, sondern saßen zu Hause und waren also da voll mit ihren Andachten allem Anschein nach befasst. Der Vater, Naftali Fromm, wollte eigentlich Rabbiner werden. Nie war er damit zufrieden, als Kaufmann zu arbeiten. In der jüdischen Gemeinde Frankfurts spielte er eine bedeutende Rolle. Er verwöhnte seinen Sohn, dessen Entwicklung sah er ängstlich, fast überbesorgt zu. Die Familie Fromm hatte es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Die Mutter, Rosa Fromm, sie hat ihren Sohn wohl sehr vereinnahmt. Erich Fromm entwickelte eine starke Bindung an sie. Für Rosa Fromm war an ihm gut, was typisch Krause, so ihr Familienname war. Alles war schlecht, was typisch Fromm war. Später erinnerte sich Erich Fromm, dass er sich immer als Verteidiger seiner Mutter gegen den Vater fühlte. Eine Familie mit Gegensätzen. Ging in Deutschland auf die Schule in Frankfurt und lebte wie, hatte und die Einflüsse, die jeder andere junge Deutsche hatte in dieser Zeit. Aber ich blieb damit eben sehr allein. Nicht nur, weil man als Jude in Deutschland immer etwas eine Ausnahmestellung hatte, obwohl keineswegs eine unangenehme, aber auch, weil ich weder mich ganz zu Hause fühlte in der Welt, in der ich lebte, noch natürlich die alte Welt der Tradition, die war doch wiederum auch nicht mein täglicher Umgang. Mein Vater war ein Kaufmann. Er schämte sich wohl dessen, weil er eigentlich auch hätte Rabbiner werden wollen. Und ich fühlte als kleiner Junge, wenn jemand sagte, ich bin Kaufmann, dann schämte ich mich sehr für den, weil ich dachte, Gott, muss der sich schämen, zuzugeben, dass er sein ganzes Leben damit zubringt, Geld zu verdienen. Das war also der mittelalterliche gegen den modernen Standpunkt. Sommer 1914. Vorbereitungen zum Ersten Weltkrieg. Der Gymnasiast Erich Fromm sieht der Kriegsbegeisterung skeptisch zu.
Bald schon kommen Todesanzeigen von gefallenen Bekannten nach Frankfurt. Am Ende seiner Schulzeit fragt Erich Fromm, woher kommt diese verrückte Welt des Hasses? Woher die Bereitschaft, auf Befehl zu töten und zu sterben? Die Universitätsstadt Heidelberg. Hier studiert Erich Fromm seit 1919 Soziologie. Wie lässt sich das Verhalten von Einzelnen und Gesellschaften erklären? Diese Frage bewegt Erich Fromm. Die Lehrveranstaltungen scheinen ihn nicht besonders interessiert zu haben. Fromm hat eigene Fragen im Kopf. Er nimmt, wie schon lange Jahre zuvor, Talmudunterricht. Während seines Studiums bei dem berühmten Soziologen Alfred Weber interessieren ihn vor allem jüdische Themen. Unter seinen Mitstudenten ist Fromm als sehr religiös bekannt. Ein Kommilitone witzelte einmal: Mach mich wie den Erich Fromm, dass ich in den Himmel komme. Vielleicht muss man da anfangen, dass Fromm vor allem Talmud studiert hat und vielleicht hier sekundär dann an der Universität auch Nationalökonomie, später Soziologie studiert hat. Aus seinem jüdischen Hintergrund her das Interesse an Fragen des jüdischen Glaubens, des jüdischen Gesellschaftslebens und von dort her auch an Fragen der jüdischen Gesellschaftslehre. Und da hat er in Heidelberg einen Mann gefunden namens Rabinkow, ein Talmudlehrer, zu dem er täglich ging und mit dem er solche gesellschaftlichen Fragen erörterte, aus denen dann schließlich auch das Thema für seine Dissertation erwuchs, nämlich die Frage, was hält eigentlich jüdische Menschen zusammen, die nicht durch irgendeine soziologische Institution, also soziologisch relevante Institutionen wie den Staat oder eine bestimmte Ordnung, bestimmte Gesetze, was hält solche Menschen innerlich zusammen? Also eine Frage, die immer daran interessiert ist, wie verhält sich eigentlich das Individuum in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation. Das war das erkenntnisleitende Interesse, das ihn dann zu seiner Dissertation bei Alfred Weber geführt hat, aber das durch seine Studien bei diesem Talmudlehrer in Heidelberg hervorgebracht wurde. Doch schon bald löst sich Erich Fromm von seiner orthodoxen jüdischen Lebenspraxis. Er macht Bekanntschaft mit Frieda Reichmann. Sie wird seine erste Psychoanalytikerin und 1926 seine Frau. Und Fromm fuhr immer wieder zu Frieda Reichmann nach Dresden und ließ sich begeistern von der Idee der Psychoanalyse, nämlich dass man, also damals im damaligen Verständnis auch, dass man eigentlich nur den Menschen von seinen sexuellen Verdrängungen befreien müsste, die bewusst machen müsste, indem man ihn auf die Couch legt und schaut, was für Einfälle ihm kommen, und dann würde der Mensch schon heil werden. Und die beiden schmiedeten eine Idee, dass sie ein eigenes Sanatorium aufmachten. Und so haben sie Geld gebettelt von der Verwandtschaft und haben 1924 in Heidelberg in der Mönchhofstraße 15 ein Sanatorium aufgemacht, das eigentlich so die erste, ja vielleicht der erste Gesellschaftsentwurf von Erich Fromm war. Nämlich, sie haben, es war vor allem für jüdische Klienten gedacht, und sie hatten die Idee, dass jeder auf die Couch muss, der in dieses Haus reinkommt. Also nicht nur die Klienten, die dort kamen, sondern auch die Freunde von Erich Fromm, die Putzfrau, der Koch, alle mussten auf die Couch, damit sie von ihren Verdrängungen befreit werden und auf diese Weise also tatsächlich in diesem Haus was Neues entsteht, eine neue Art des Zusammenlebens. So kam übrigens auch Erich Fromm selber auf die Couch bei seiner Freundin Frieda, was schließlich dazu führte, dass die beiden dann 1926 heirateten. Aber das war der Ausgangspunkt für Fromms Interesse für die Psychoanalyse. So kam Fromm zur Psychoanalyse und war sehr begeistert von ihr zeitlebens. Fromm wird selbst Psychoanalytiker. In Frankfurt, Berlin und München arbeitet er als Therapeut. Seine Lehrer gehören dem engeren Kreis um Sigmund Freud an. Frankfurt ist in den 20er Jahren auf dem Weg zu einer Weltstadt. Damals eine Stadt voller Umbrüche, voller Widersprüche. Mehr und mehr konzentriert sich wirtschaftliche Macht in dieser Stadt und leitet eine neue Epoche ein. Eine Wirtschaftsepoche, die bürgerliche Traditionen ablöst.
Das alteingesessene Bürgertum gibt nicht mehr den Ton der Zeit an. Das Verwaltungsgebäude des früheren IG Farbenkonzerns. Ein gigantischer Bau, der beinahe die Größe eines ganzen Stadtteiles besitzt. In solchen Machtzentren und nicht mehr in den Bürgerstuben fallen die Entscheidungen für die Zukunft. Junge, kritische Gelehrte sehen Gefahren in der Ballung der wirtschaftlichen Macht. Der Kapitalismus scheint ihnen überholt. Sie formulieren eine grundlegende Kritik der Zeit, suchen nach Möglichkeiten für gesellschaftliche Veränderung. Das Institut für Sozialforschung entsteht in Frankfurt. Hier arbeiten Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachgebieten zusammen. Max Horkheimer, der Direktor des Instituts, formuliert die Grundideen der kritischen Theorie. Er beruft sich auf Marx und Freud. 1930 wird Erich Fromm Mitglied des Instituts. Er verbindet die Einsichten der Psychoanalyse mit soziologischen Ergebnissen und Fragestellungen. Diesen Beitrag Fromms zur frühen kritischen Theorie kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. Es ist so, dass, würde ich behaupten, ohne Fromm Horkheimer damals gar nicht zurechtgekommen wäre, weil Fromm in gewisser Weise die Konkretisierung dessen lieferte, wofür Horkheimer den Rahmen entworfen hatte. Und es war ein glückliches Zusammentreffen, dass diese beiden so ihre Arbeitsfähigkeiten kombinieren konnten. Wenn man sich damals die Situation Ende der 20er Jahre vorstellt, könnte man das so skizzieren. Auf der einen Seite Horkheimer, der die Leitung eines relativ jungen Instituts übernommen hatte. Dieses Institut machte einen sehr imposanten Eindruck. Der österreichische Sozialdemokrat Karl Grünberg hatte seit 1923 dieses Institut so eingerichtet, dass es erstens eine grandiose Bibliothek hatte, dass es die Möglichkeit bot, als Marxist dort zu studieren und zu promovieren und überhaupt als Wissenschaftler dort an einer Stelle, wo alle möglichen Hilfsmittel kombiniert waren, zu arbeiten. Und insofern war es gewissermaßen ein Mekka für marxistische linke Intellektuelle und das noch im Umkreis einer Universität, also gewissermaßen mit universitärer Anerkennung. Und Horkheimer war also jetzt Sozialphilosoph mit einem für damalige Verhältnisse großartigen Apparat an institutioneller Einrichtung und Arbeitskräften und Geldern. Auf der anderen Seite jetzt Fromm, der als Soziologe und psychoanalytisch ausgebildeter Psychologe auch so in seinem besten Alter war. Er war damals 29. Und insofern konnte er sich profilieren als jemand, der eine marxistische, analytische Sozialpsychologie auf aktuelle Fragen der Gegenwart anwandte. Und Horkheimer, der jetzt der frisch gebackene Leiter eines großen Instituts war, konnte mit einem originellen Programm gleich anfangen. Insofern war es also für beide eine ideale Ergänzung. Weltwirtschaftskrise. Die Massenarbeitslosigkeit stürzt ganze Bevölkerungsschichten in Hunger und Elend. ...1929. Mit einer Studie will Fromm klären, wie sich Arbeiter und Angestellte verhalten werden. Finden sie sich mit ihrer Lage ab oder werden sie dagegen rebellieren? Ein Thema der analytischen Sozialpsychologie. Bei dem Begriff analytische Sozialpsychologie sollte man eigentlich unterscheiden zwischen Sozialpsychologie und analytischer Sozialpsychologie. Sozialpsychologie bedeutet und bedeutete gerade nach der verlorenen Revolution 1918... die Frage danach, warum die Leute keine
Revolution gemacht haben, warum die Revolution verloren war. Sozialpsychologie bedeutet zu erklären, die Bewusstseinshaltung, die Einstellung der Beteiligten. Und analytische Sozialpsychologie bedeutet, dass man diese Frage mit einem bestimmten Konzept beantwortet, nämlich mit der auf Freud zurückgehenden Psychoanalyse. Und die Psychoanalyse wiederum stellt ein bestimmtes Instrumentarium bereit, um jene Einstellungen auch klären zu können, die sozusagen im Unbewussten liegen, den Leuten nicht unbedingt bewusst sind, die aber ihr Verhalten sehr stark bestimmen. Und was Fromm damit wollte, war, genau an diese Strukturen heranzukommen. Und das Konzept der analytischen Sozialpsychologie zielte eben darauf ab, eine Erklärung zu liefern, warum Leute unbewusst gesteuert bewusste politische Handlungen begehen. Ein Auswertungsbogen der Studie. Fromm interessiert sich nicht nur für die lautstarken politischen Parolen der Mitglieder in den verschiedenen Parteien. Wesentliche Einsichten gewinnt er aus ganz alltäglichen Einstellungen. Zu Kindern, zum Verhältnis der Geschlechter, zu Autoritätspersonen. Zunächst mal muss man sagen, das Neue an der Studie ist die Studie als solche. Es hat damals überhaupt keine, würde heute sagen, Einstellungsuntersuchungen gegeben. Und es hat vor allem natürlich keine Untersuchungen gegeben, die sich mit einem psychoanalytischen Ansatz an solche Fragestellungen herangetraut haben. Das Zweite ist, dass es eine der ersten Studien in Deutschland damals war, die flächendeckend gearbeitet haben. Es sind über 1100 Fragebögen herumgeschickt worden. Und diese Fragebögen sind über betriebliche Vertrauensleute verteilt worden, wieder eingesammelt worden und sind dann auch in einer speziellen Form ausgewertet worden, die man heute fast nicht mehr kennt. Heute ist es ja normalerweise so, dass man bestimmte Fragen hat, kriegt Ja-Nein-Antworten darauf und dann wird gesagt, die Leute meinen dies oder meinen jenes. Während das Spezielle eigentlich bei dem Frommschen Vorgehen bestand darin, zu sagen, dass verschiedene Einstellungen zusammengesehen werden müssen und dass es vor allem darauf ankommt, Widersprüche zwischen bestimmten Einstellungen zu klären. Also als ein Beispiel, jemand sagt, er ist links, ist in der KPD und vertritt dort auch bestimmte Anschauungen. Aber es kann passieren, dass er gleichzeitig auf die Frage, schlagen Sie Ihre Kinder oder halten Sie es für möglich, dass man Kinder schlägt, sagt ja. Dass er autoritäre Führerpersönlichkeiten verehrt. Und das sind ja inkonsistente Haltungen. Und es war bei der Untersuchung eben so, dass man genau hierauf den Akzent gelegt hat, dass man versucht hat, diese Widersprüche herauszuarbeiten, um zu klären, inwiefern diese Widersprüche dazu führen, dass die Leute anders handeln, als sie von ihrer Parteipräferenz her nach außen sich darstellen. Konnten Fromm und seine Mitarbeiter den Faschismus in Deutschland voraussehen? Es ist bei der Studie zum Teil hinterher so ist dargestellt worden, als hätten sie den Faschismus damit vorausgesehen. Ich selber habe da Zweifel, denn die Studie ist sehr breit angelegt worden. Und die ursprüngliche Fragestellung war ja, warum haben die Arbeiter die Revolution, die von dem Stand der Produktivkräfte her eigentlich auf der Hand lag, nicht gemacht? Und wo kann man ein revolutionäres Bewusstsein entdecken? Das war 1927. Im Verlaufe der Studie, so Anfang der 30er Jahre, als die ersten Teilergebnisse hereinkamen, wurde klar, dass die Suche nach dem revolutionären Potenzial einfach nicht mehr auf der Tagesordnung stand. Die heute vorliegenden Thesen und Ergebnisse sind 1936 geschrieben worden. Und ich würde sagen, die Untersuchung ist im Verlaufe der Arbeit, man könnte sagen, ein bisschen gedreht worden oder gekippt. Und so gesehen ist es nicht prognostiziert worden, sondern es ist hinterher festgestellt worden, warum denn der Nationalsozialismus sich so schnell und so stillschweigend, ja überraschend stillschweigend, durchsetzen konnte. Denn wir sind die braunen Soldaten für Adolf Hitler, ziehen wir ins Gefecht. Denn wir sind die braunen Soldaten. Was fasziniert die Massen an Hitler? Woher bezieht der Nationalsozialismus seine Parteigänger? Fromm kommt zu dem Ergebnis, eine autoritäre Charakterstruktur ist die menschliche Grundlage des Faschismus. Getreu dem Radfahrermotto, nach unten treten, nach oben buckeln. Für die Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung, in der Mehrzahl Juden und marxistisch orientierte Wissenschaftler, kündigt sich die Zeit der Verfolgung an.
Noch bevor Fromm seine Studie über die Arbeiter und Angestellten veröffentlichen kann, wird das Institut vor den Nazis in Sicherheit gebracht. Die Flucht endet schließlich in New York. Eine Zeit der Trennungen, von seiner Arbeit in Frankfurt, von Freunden und Kollegen und von seiner Frau Frieda Fromm-Reichmann. Auch nach ihrer Scheidung bleiben sie eng verbunden. Erich Fromm nimmt eine Gastprofessur in den Vereinigten Staaten an. 1933 verlässt er das brodelnde Europa. Auf die europäischen Emigranten wartet ein Kulturschock. New York ist ein Schmelztiegel verschiedenster Lebensweisen, ganzer Kulturen. Max Horkheimer und andere Mitarbeiter des Instituts emigrieren ebenfalls nach New York. Als sie ihre Arbeit wieder aufnehmen, ist Fromm mit dabei. Erich Fromm geht eigene Wege. Als Psychoanalytiker hat er in New York schnell beruflichen Erfolg. Er lebt sich ein, gewinnt neue Freunde. Oft lädt er Gäste ein. Ist der Abend gut, singt er zur mitternächtlicher Stunde begeistert hasidische Lieder. Immer seltener sieht man ihn in den Räumen des Instituts für Sozialforschung. Er baut Kontakte zu neuen Kollegen auf. Bis heute finden sich hier seine Spuren. Das William Allenson White Institute hat Fromm 1946 mitbegründet. 1938 ist Fromm aus dem Institut für Sozialforschung ausgeschieden. Was waren eigentlich die Gründe? Das ist wie bei so Sachen oft, man kann jetzt nicht genau handfest einen Grund, der zu einem bestimmten Zeitpunkt aktuell wurde, nennen. Aber man kann wohl sagen, ein wichtiger Grund war, dass Fromms theoretische Produktivität nachgelassen hatte. Während er am Anfang sehr viel geboten hatte und Horkheimer das sehr zu schätzen wusste, kam später nichts Neues. Es liefen eine ganze Reihe von Projekten, die grundsätzlich sich aus den gleichen Ideen speisten, wie die ursprünglichen Beiträge Fromms in der Zeitschrift und wie dieses frühe Projekt über Arbeit und Angestellte. Diese ganzen späteren Projekte, die in den USA begonnen wurden, schleppten sich so hin. Und wenn man sich anguckt, was der Fromm jeweils Horkheimer über deren Stand berichtet, hat man das Gefühl, es tritt so ein bisschen auf der Stelle und es kommt jetzt nichts Neues, während ja doch in der Entwicklung einiges weiterging und man schon neue Gedanken auch erwartet hätte. Und insofern war wahrscheinlich Horkheimer von Fromm frustriert und gleichzeitig tauchte als Konkurrent gewissermaßen Fromms Adorno auf. Dass die beiden sich offenbar nicht mochten, spielt da glaube ich gar nicht so eine große Rolle, sondern Adorno, der war von Anfang an auch jemand, der mit sprühenden Ideen ankam, mit denen Horkheimer wahrscheinlich zur Zeit in Frankfurt vor 33 noch nicht so sehr viel anfangen konnte, weil ihm Adornos Art der deutenden Philosophie auch fremd war und überhaupt nicht lag. Er hat aber wahrscheinlich schon früh die Produktivität Adornos erkannt und zu schätzen gewusst und hat sich dann, als es sich sowieso so ergab, dass Adorno in die USA kam, hat sich dann wohl gesagt, dieser Adorno ist für mich jetzt viel wichtiger und interessanter als dieser Fromm, mit dem ich mich hier nicht groß noch herumschlagen will. Und als dann noch gewisse finanzielle Schwierigkeiten des Instituts hinzukamen, war das wahrscheinlich der Grund, sich von diesem nicht mehr so lohnenden Fromm zu trennen und stattdessen das Gewicht mehr auf die Zusammenarbeit mit Adorno zu legen. 1941 wird Erich Fromm mit seinem ersten Buch »Die Furcht vor der Freiheit« über Nacht berühmt. Er zeigt darin, dass die Flucht in den Konformismus und die Anpassung das Leiden der modernen Welt ausmacht. Nicht nur im fernen Deutschland unter Hitler, auch in der amerikanischen Gesellschaft. Ein Grundgedanke, an dem Fromm Zeit seines Lebens festhält, der angepasste Mensch ist krank. Die Normalsten sind die Kränkesten und die Kranken sind die Gesündesten. Das klingt geistreich oder vielleicht zugespitzt, aber es ist mir ganz ernst am Ende, es ist nicht eine witzige Formel. Der Mensch, der krank ist, der zeigt, dass bei ihm gewisse menschliche Dinge noch nicht so unterdrückt sind, dass sie in Konflikt kommen mit den Mustern der Kultur
und dass sie dadurch, durch diese Friktion, Symptome erzeugen. Das Symptom ist ja wie der Schmerz nur ein Anzeichen, dass etwas nicht stimmt. Glücklich der, der ein Symptom hat. Wie glücklich der, der einen Schmerz hat, wenn ihm etwas fehlt. Wir wissen ja, wenn der Mensch keine Schmerzen empfinden würde, wäre er in einer sehr gefährlichen Lage. Aber sehr viele Menschen, das heißt die Normalen, die sind so angepasst, die haben sich so, die haben so alles, was ihr eigen ist, verlassen. Die sind so entfremdet, so Instrumente, so roboterhaft geworden, dass sie gar schon gar keinen Konflikt mehr empfinden. Das heißt, ihr wirkliches Gefühl, ihr Liebe, ihr Hass, das ist schon so verdrängt in, oder sogar so verkümmert, dass sie das Bild einer chronischen, leichten Schizophrenie bilden. Erich Fromms Leben ändert sich schlagartig, als er Henny Gurland kennenlernt und 1944 heiratet. Henny und ihr Sohn Josef waren vor den Nazis aus Europa geflüchtet. Fromm sorgt dafür, dass sein Stiefsohn Josef studieren kann. Er baut ein Haus. Inzwischen lehrt er am College der Kleinstadt Bennington, nördlich von New York. Bei seinen Studenten ist der Professor außerordentlich beliebt. Nicht nur, wenn er freitags aus New York eine Aktentasche voll erlesener Feinkostwaren mitbringt. Trotz ausgedehnter Lehrtätigkeit entsteht ein neues Buch, Psychoanalyse und Ethik. Was sollen wir tun? Wie sollen wir leben? Fromm will Antworten durch die Analyse der Natur des Menschen finden. 1949 geht Fromm nach Mexiko. Seine Frau Henny ist schwer krank. Das mexikanische Klima verspricht Genesung. 3 Jahre später stirbt sie. Für Fromm ein großer Schmerz, über den er nie spricht. Erich Fromm wird Professor an der Universität Mexico City. 32 Stunden pro Woche hält er Vorlesungen über Psychoanalyse, daneben Vorträge in Europa und den Vereinigten Staaten. 1953 heiratet Fromm zum dritten Mal. Die Amerikanerin Annice Freeman. Ihr Haus in Cuernavaca wird zum internationalen Treffpunkt humanistischer Gelehrter. 1957 findet hier eine aufsehenerregende Tagung statt. Psychoanalyse und Zen-Buddhismus. Der Professor und der Zen-Philosoph Fromm und Suzuki. Beide steuern auf das gleiche Ziel zu, Befreiung des Menschen von Zwang und Illusion. 1956 gründet Fromm die Mexikanische Psychoanalytische Gesellschaft. Noch heute gilt er als der Pionier der Psychoanalyse in Mexiko. Er beschränkt sich nicht auf eine Analyse der Seele, sondern entwickelt gesellschaftspolitische Perspektiven. Sein auf der ganzen Welt bekanntestes Buch ist Die Kunst des Liebens. Vernunft und Liebe sind für Fromm die Wegweiser in eine menschliche Zukunft. Bilder aus der Zeit des Kalten Krieges, die Ära Kennedy und Khrushchev. Eine Zeit der Konfrontationen, gewaltsame Konflikte drohen auf Kuba, in Berlin. Die Supermächte rüsten auf. Das Potenzial der Atomwaffen reicht aus, die Erde zu vernichten. Wie schnell wurde Hiroshima vergessen, verdrängt? Bleiben nur Destruktivität und Gewalt als Ergebnis der Politik? Nun, Frage, ja, warum eigentlich verfolgt man eine Politik, die im besten Fall auf den Selbstmord hinausläuft? Sehen denn das die Menschen nicht? Sehen sie denn nicht, dass das unsinnig ist? Nun, da hört man viele Argumente, aber keins von ihnen hat mich bis jetzt überzeugt, dass da nicht eine Verdrängung ist, weil man eine Politik führt, die das gar nicht sehen will. Fromm auf der Moskauer Friedenskonferenz 1962. Er mischt sich in die Politik ein, wird Mitbegründer der amerikanischen Friedensbewegung. Sein Engagement findet Anerkennung. Er erhält einen Friedenspreis. Sein Credo: Sollten wir alle bei einer atomaren Massenvernichtung umkommen,
so wird das nicht daran liegen, dass der Mensch nicht fähig war, menschlich zu werden oder dass er von Natur aus böse ist. Es wird daran liegen, dass der Konsens der Dummheit ihn daran hinderte, die Wirklichkeit zu sehen und sich dementsprechend zu verhalten. 1968 zieht Fromm in den Wahlkampf für den Pazifisten McCarthy, der den Vietnamkrieg beenden will. Ein Herzanfall zwingt Fromm, sein Engagement aufzugeben. Erich und Ennis Fromm wollen ihren Lebensabend in Locarno verbringen. 1974 ziehen sie endgültig an den Lago Maggiore. Fromm arbeitet an den Themen, die ihn zeitlebens beschäftigt haben, weiter. Man kann nicht trennen das Wissen von sich und das Wissen von der Gesellschaft. Das gehört zusammen. Und hier liegt meiner Meinung nach der Fehler von Freud und von vielen Analytikern, dass sie glauben, man könne das trennen. Man könne völlige Einsicht über sich haben, aber blind sein, soweit es die gesellschaftlichen Vorgänge angeht. Das kann man eben nicht, zum großen Teil auch deshalb, nicht nur, weil man die Wahrheit nicht trennen kann. Die Wahrheit ist untrennbar. Man kann nicht hier die Realität sehen und hier blind sein. Im sechsten Stock dieses Mietshauses, der Casa La Monda in Locarno Muralto, wohnt und arbeitet Fromm. Hier empfängt er Freunde und Kollegen, wie zum Beispiel Robert Jung. Herr Professor Jung, Sie waren Anfang der 70er Jahre in Locarno, Sie haben Erich Fromm besucht. Seine Schriften kannten Sie schon vorher. Was war Ihr Eindruck? Welcher Mensch steckte hinter den Büchern? Ein Mensch, der noch viel lebendiger war, wie er in den Büchern zum Vorschein tritt. In den Büchern hat er sich doch immer um eine wissenschaftliche Sprechweise, Schreibweise bemüht. Und im lebendigen Gespräch war er sehr viel anekdotischer, war er sehr viel lebendiger. Es gab da auch Polemik zum Beispiel gegen Maslow und er hat von seinen momentanen Lebensumständen gesprochen. Wir haben ja auch ein gemeinsames Schicksal geteilt, das heißt, er war Emigrant gewesen, ich war Emigrant gewesen. Und mich hat eben diese Unmittelbarkeit und Menschlichkeit enorm beeindruckt. Kannten Sie Erich Fromm vorher schon persönlich oder haben Sie ihn erst Anfang der 70er Jahre kennengelernt? Nein, ich habe ihn erst Anfang der 70er Jahre kennengelernt. Ich kannte ihn. Fromm hat mich eigentlich durch mein ganzes erwachsenes Leben begleitet. Von der Furcht vor der Freiheit, damit fing es eigentlich an. Das war für mich die erste wirkliche, für mich überzeugende Erklärung, weshalb so viele Deutsche sich dem Hitler unterworfen haben. Und das hat mich begleitet und von da an habe ich natürlich alles, was ich von ihm bekommen konnte, gelesen. Ich war auch lange verbunden mit einer Analytikerin persönlich, war immer sehr kritisch gegenüber der orthodoxen Psychoanalyse und auch das war ein Grund, warum mich Fromm enorm interessiert hat, weil sich da zum Teil meine Kritik mit seiner Kritik deckte. Ich habe Fromm ja erst im Alter kennengelernt. Und da hatte er Zeit und Muße, das zu tun, was er gern wollte. Und er hat in diesen Jahren sehr intensiv einerseits mit Karl Marx beschäftigt, andererseits mit Meister Eckhart und hat bei beiden etwas ganz Gemeinsames gefunden, nämlich die Rede, dass der Mensch sein soll und sich nicht am Haben festmachen soll. Und das hat ihn sehr bewegt und er hat das natürlich als Psychologe, als Psychotherapeut angeschaut und versuchte, dieses Thema aufzuarbeiten, indem er einfach einmal ein Kapitel dazu heruntergeschrieben hat. Er hat seiner Sekretärin dann gegeben und die Sekretärin hat es abgetippt. Dann hat er es seiner Frau zum Lesen gegeben, hat es mir zum Lesen gegeben und wir haben darüber gesprochen. Seine Frau hat mit ihm darüber gesprochen. Er brauchte jemand, mit dem er sich darüber unterhalten konnte, austauschen konnte. Und das hat bei ihm dann wieder einen weitergehenden Prozess in Gang gesetzt, wo es sein konnte, dass er das Kapitel einfach liegen ließ, es neu, wieder ganz neu schrieb. Und so ist ein Kapitel nach dem anderen entstanden, was dann schließlich zu diesem Buch Haben oder Sein führte. Haben oder Sein. Auch dieses Buch wurde wieder ein internationaler Erfolg. Warum lebt der Mensch entfremdet von seinem eigenen Denken und Fühlen?
Gibt es einen Weg, der den Menschen zu sich selbst, zu seinem Sein zurückführt? Einen allgemeingültigen Weg gibt es als Rezept für fromm nicht. Denn auch Theorien können, wie Ansichten, zu einer Verdinglichung führen und damit zu einem entfremdeten Leben. Wichtig ist, dass der Mensch, wie das Marx auch gesagt hat, seine Geschichte macht. Er sagt einmal, die Geschichte tut gar nichts. Sie kämpft keine Kämpfe und sie gewinnt keine Schlachten. Es ist der Mensch, der alles tut. Dieser Mensch aber wird beeinflusst von seiner Umgebung, und zwar nicht nur im Sinne der französischen Aufklärungsphilosophie der Umgebung oberflächlich gesehen, sondern der Struktur der Gesellschaft, in der er lebt, die eine Tendenz hat, nämlich seine psychischen Energien so zu gestalten, dass der Mensch das gerne tut, was er tun muss, damit diese Gesellschaft in ihrer speziellen Form existieren kann. Worüber haben Sie denn geredet, als Sie in Locarno waren? Das kann ich gar nicht mehr genau wissen. Ich habe das Interview verloren. Wir haben sicher darüber gesprochen, wie man Geschichte verantwortlich gestalten kann. Wie kann man versuchen, in einer Zeit, in der es keine Sinngebung mehr gibt und wo die, damals als ich entsprach, das war ja noch der Höhepunkt des Kalten Krieges, wie man diesen Kalten Krieg überwinden könnte, wie man diesen irrsinnigen Wettlauf in die falsche Richtung stoppen könnte. Und ich habe jetzt in diesen Tagen mich immer wieder gefragt, wie wäre es, wenn Fromm das noch erlebt hätte? Wenn er erlebt hätte, dass das zu Ende kommt, dass das nicht mehr so weitergeht. Und das war ja auch seine große Hoffnung. Die Entwicklungen der Gegenwart beschäftigen Fromm. Für den Senat der Vereinigten Staaten schreibt er ein Abrüstungsgutachten. Wegweiser zum Sein findet Fromm auch in den Lehren der Weltreligionen. Seine Erfahrung als Psychoanalytiker lässt ihn immer wieder Wege suchen und erproben, wie der Mensch sich selber verstehen und analysieren kann. Fromm geht es um Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung. Am 18. März 1980 stirbt Erich Fromm in Locarno. Der Entdeckung des Menschen widmete er sein Leben. Als Talmudstudent, als Sozialwissenschaftler, als Psychoanalytiker und Philosoph. Welche Zukunft wird Fromms Werk haben können? Eine etwas schwierige Frage, aber vielleicht kann ich sie mit einem Wort von Marx, das Fromm gern benutzt hat, dass es darum geht, die Zustände zu ändern, die der Illusion bedürfen. Und ich denke, Fromm hat beides gesehen, die Zustände und vor allem gesehen die Illusionen, die wir uns machen. Und dass es die Arbeit an beidem wichtig ist, in einer Art Doppelstrategie, dass man die ökonomischen und sozialen Verhältnisse, die Strukturen, die Leitwerte, die darin gelten, ändert und dass wir vor allem daran gehen, uns enttäuschen zu lassen. Also die Illusionen, denen wir aufsitzen, als Illusionen, als Täuschungen wahrzunehmen. Ich denke, das ist der rote Faden, der sich durch das Werk von Fromm zieht und worin auch wohl die Bedeutung des Frommschen Werkes besteht, dass er diese beiden Dinge gleichzeitig ins Blickfeld genommen hat und selber versucht hat, soweit es in seinem Vermögen stand, Änderungen herbeizuführen. Ich glaube, Fromm wird ja heute sehr unterschiedlich gelesen. Es gibt auf der einen Seite jenes Publikum, das ich selber so als evangelisches Akademiepublikum bezeichnen würde, die Sachen lesen, aber die sie zum Teil vielleicht zur Beruhigung ihres eigenen Gewissens lesen und die an den Schlagworten einfach festkleben, ohne sie nochmal zu reflektieren. Und man darf da auch nicht unterschätzen, dass
Fromm zum Teil für ein solches Publikum ja auch vermarktet worden ist. Ich glaube allerdings, dass man Fromms Arbeiten, und da sage ich insbesondere auch die frühen Arbeiten, deshalb genauer lesen sollte, weil sie ein analytisches Potenzial haben, was bis heute nicht richtig ausgeschöpft worden ist und was gerade unter der Perspektive einer analytischen Sozialpsychologie durchaus noch Bestand hat und von daher gelesen werden sollte. Ich selber finde seine frühen Arbeiten am besten und halte vor allen Dingen seinen Beitrag zu den Studien über Autorität und Familie mit dem unscheinbaren Titel Sozialpsychologischer Teil für sein bestes und gedrängtestes und bewegendstes Werk. Und das Wichtigste daran ist diese Konzeption des sadomasochistischen oder autoritären Charakters. Das hat schließlich insofern auch Geschichte gemacht, als das eine wichtige Grundlage war für die Authoritarian Personality, eine Untersuchung, die später unter Mitarbeit des Instituts und vor allen Dingen Adornos zustande kam, zu einem Klassiker der Soziologie wurde. Wir leben nicht in faschistischen Zeiten hier und insofern scheint das nicht direkt aktuell zu sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass das immer wieder mal eine sehr wichtige Konzeption sein wird und ein wichtiges Instrument der Analyse. Im Übrigen ist es so, dass wenn man Fromms Gesamtwerk nimmt, es wirklich immer fataler wird und dieses Gewicht gesellschaftlicher Analyse sehr zurückgeht, überhaupt diese gesellschaftliche Problematik, finde ich, unterschätzt wird. Und da eine gewisse Leichtfertigkeit und Leichtfüßigkeit hineinkommt, die das alles zu einem Problem individueller Entscheidungen und eines Moralisierens dort gut hier böse macht. Fromm hat die Grundlagen zu einer humanen Geschichtsphilosophie und eines humanen Sozialentwurfes geliefert. Das hat Marx im Grunde auch, aber die Marxisten haben das sehr oft verlassen und haben die Kultur und das menschliche Leben nur als Überbau angesehen. Und Fromm hat eben gezeigt, dass der Mensch selber nicht nur abhängig ist von der Ökonomie, sondern dass es im Menschen selber andere Ressourcen, andere Sehnsüchte, andere Möglichkeiten gibt, seine Zuwendung zur Religion ohne je zu einem bestimmten Dogma anzugehören. Die Öffnung zur spirituellen Sphäre, das zeigt eben ein erweitertes und anderes Menschenbild. Und dieser andere Mensch, der ist derjenige, der diese neue Zivilisation begründen wird. Und Fromm wird als einer der Ersten, die dem Menschen sozusagen seine erweiterten Möglichkeiten zurückgegeben hat oder ihn darauf hingewiesen hat, zumindest sicher eine große Rolle spielen.